Für welches Projekt arbeitest du hier überhaupt? Spielst du heute bei uns mit? Ich spiele auf jeden Fall hier mit, und zwar von ganzem Herzen. Ich glaube, ich bin die beste Vertreterin für dieses Mutter-Kind-Projekt Waldfrieden. Das ist eine Mutter-Kind-Klinik, wo Mütter und Kinder sich einfach mal ein bisschen ausruhen können, wenn viel seelischer Stress da war. Und es gibt nichts Besseres. Ich kenne auch ein paar alleinerziehende Mütter, die das später nötig gehabt hätten, aber nicht die Möglichkeit hatten. Also Mutter-Kind-Kur in Buko. Alle hier haben eine schwere Zeit hinter sich. So wie Gerlinde Busch und ihre Tochter Julia. Ich habe hinter mir eine Brustkrebserkrankung, danach Chemotherapie, danach Bestrahlung. Meine Tochter ist auch in ein tiefes Loch gefallen und wir sind jetzt hier, um Kraft zu tanken. 3 Wochen Zeit für sich. Gerlinde Busch erholt sich mit Sport. Während Julia beim Spielen auf andere Gedanken kommt. Eine Auszeit, die allen gut tut. Das allgemeine Ziel ist, dass sich hier Mütter und Kinder gemeinsam aufhalten, die Mütter aber auch alleine die Gelegenheit haben, sich von ihren Krankheiten zu erholen und Kraft für den Alltag zu sammeln. Jetzt soll die Klinik ausgebaut werden. Die Pläne sind schon da. Für einen Neubau, der hier im Frühjahr entsteht. Mit dem Umbau schaffen wir die Möglichkeit, dass Frauen und Kinder bei uns im Haus mehr Ruhe haben. Die ARD-Fernsehlotterie macht's möglich, dass noch mehr Müttern und Kindern geholfen wird.